Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Kanal. Falls ihr wollt, dass diese Katze weiter was zu essen bekommt, solltet ihr auf Abonnieren drücken. Deswegen jetzt viel Spaß beim Abonnieren. Und vergesst nicht, den Like-Button zu drücken. Danke. Ja, das spart mir dann später ein bisschen Arbeit. Nämlich Best Twitch Fails Compilation 89 vom Kanal Topkick. Da muss ich jetzt nur nebenbei ein bisschen den Sound regeln. Oh shit! Oh shit! Damn! Ara, ara. I'm fine with this. I'm not fine with that. Ich hab den Trailer nie gesehen. Ich kenne nur diesen Ausschnitt. Keep refrigerated. Is it a dog? When the employee says you can talk to the manager. Das ist nämlich das auch, was mir öfters gesagt worden ist und was mir später super krass aufgefallen ist. Ich habe das jetzt beim neuesten Video versucht, ein bisschen zu beheben. Aber das ist eher, naja, unschön als wirklich gut gelöst. Ich denke immer hier, das ist diese, wie heißt die? Heißt die Miley Cyrus oder war das von Hannah Montana der Name, also von der Serie? An hour? I'm restricted for an hour. Wait. Why? Is it because you AFK? I had to AFK last game because my fucking son is potty training and he started to shit in the potty and then he got off and he ran and he was still shitting, so Alexis was like, shit all over it, so she's like, help. So I went out there and it was just like a fucking war zone, man. I had no idea what was going on. There was shit everywhere. My son was naked, running around, and in the moment, I had to prioritize. Valorant habe ich erst letzt. Monkatos. Ja, da war auch ein krasses Brett zwischen den Beinen. Am I the only one who sees this? I want to share something with you guys that I've been holding on for a while. Die Leute spielen in letzter Zeit wieder viel Valorant, ne? Ich habe gesehen, es ist wohl mittlerweile eine neue Map da. Jetzt haben wir statt 3 nur 4 Map. Also, ja, nur. Sind immer noch meiner Meinung nach zu wenig. Aber ja. Generell würde ich mal wieder in so Valorant oder CSGO reinschauen, aber ich traue mich nicht. Leute in kompetitiven Spielen und dann vor allem in kompetitiven Modus, die sind immer so toxisch. Man schreien nämlich an. Und dann färbt das ab. Bäh. Match found. It's actually kind of difficult to stream every day. It's putting a lot of, it's a huge toll on me. Very stressful. Tatsächlich sehe ich das in WoW nicht so krass an. In WoW können die Leute sehr toxisch sein, klar, auf jeden Fall. Aber ich kann das da irgendwie besser ausblenden. Aber im Zweifel kann ich sie auch ignorieren. Und es ist halt nicht so kompetitiv in dem Sinne. Klar, man kann die immer noch mythisch plus Steinen richtig kaputt machen. Aber im Gegensatz zu CSGO oder Valorant, ich kann im Zweifel einfach gehen. Ohne irgendwie eine Strafe. Also wenn ich, sagen wir mal, in eine Runde gekommen bin, in CSGO oder Valorant, wo halt der überwiegende Teil halt echt Kacke sind, da kann ich nicht einfach gehen. Und in WoW habe ich mehr die Kontrolle, was für Leute ich mitnehme. Ich sehe ja, auf welchem Niveau, dank Gearsco oder dank Rio, auf welchem Niveau die Leute spielen. Kann daher ein bisschen einschätzen, oh, sind eher Anfänger oder die wissen schon ein bisschen mehr, was sie zu tun haben. In CSGO oder Valorant oder Spielen mit diesen typischen 5 gegen 5 kompetitiven Runden ist halt einfach, bis reingeschmissen, deal with it. Und da musst du damit leben. Die Booster oder die Geboostete. I'm insane at every game that I play and I'm literally the best at every possible streaming that I do. It's hurting me, dude. Ist es nicht ein bisschen ungesund?
She wanna see my feet pick, but she can't see the deep end. Guck mir jetzt keine 20 Sekunden Fuß an. Tit. I meant the bird, but either would work, smile. he's not, I don't think he's a coomer. If he is a coomer, he's funny. So, just don't be a coomer, just be funny. How's that a bad photo? Was ist denn das für ein Spiel? How is that a bad photo? Würde mich nicht wundern, wenn er auf etwas Bestimmtes warten müsste. But that's a good photo. This is. Ui. Ich wollte schon sagen, es sieht ja ein bisschen schon aus, als würde er einfach wegpennen. Cheering to freak out my girlfriend Natalie, who is watching this with me on our TV right now. D, good luck on the run. All right, I actually have something important to say here for Cortez. He DM'd me earlier. Natalie, Cortez would like to ask you a very important question right now. It's actually the most important question he has in his life. Natalie, so Cortez, if you get down on that knee, please. Would you please make Cortez the luckiest man in the world? Jetzt kommt irgendwas Bescheuertes. And do a load of laundry, because he hasn't done it in fucking weeks. Also ich denke mal, wenn man da irgendwie so dabei ist und du bekommst das so mit und lebst in so einem Haus, das muss so bescheuert lustig sein. Aber ich denke mir auch immer so die Schattenseiten. Vor allem, ich kenne mich ja selber. Wenn ich wach werde, ich gehe straight zur Küche und will mir einfach nur was zu trinken holen. Und ich sehe dann schon solche Schwachmaten, die halt so einen Krach machen. Holy fuck, würde ich ausrasten. Also sonst ist cool. Oh. I found it. Thank you so much for the sub. Oh my god, guys. Yes. It's Ninja. Yes, oh my god, Lazarus, welcome. That means so much. Let me put you on the chalkboard. Holy shit. What a dump truck. He's all in a dump truck. Jetzt fehlt eigentlich noch das Vorbeugen. Here we go. Wait, what are they doing, man? I hear them screaming out there. What the hell are they doing? Oh my god. Oh my. These are my fucking roommates, man. Why? There's definitely... Why are these my roommates? He has to be done, for sure. Okay. I wasn't even role-playing. Hey, mal ganz doof gefragt. Kann man mit dem Frost-DK irgendwas reißen im PvP? I've been doing anything to you, dude. I'm sorry. You shot at me, man.
It wasn't me, dude. I don't even have a crossbow or a bow or anything, dude. My bad, my bad. Is on my back? I must have... You got the real number, so Elspeth, give it to us. How do you rate 1,000 people? Mar, you're not gonna believe this, but chat is right again. What? Oh my god, the person who performed the most raids in... 99% der Frostiker, der Dekas sind Frost? Was ist mit Unholy? 2020 was electrical longboard with over 1,000! So, they just gave an award to a bot! That's a bot! That's a bot! This is crazy! That's showing so much love! That's one of those stupid bot accounts that just raids! Ich hab früher sehr gerne PvP gespielt, Arena. But my goodness, that's awesome. So many raids. Good job, Electrolyte. Ist aber schon etwas lange her. That thing from the account! That should be banned from Twitch! It's all my god. They deserve it. Oh my god. What world do we live in? Twitch, what? How? Oh my god. Before you meet a girl, you need to jerk off. Okay? Jerk off before you meet a girl. Sie wiederholt sich ja. Jerk off before you type in chat. Jerk off before you start watching a stream. Seriously. And I promise you, everything will be so much better for everyone. Okay? That is what you have to do. Yeah, and that's how you keep eye contact with girls. You can worry about me, Sunshine. Alright? Clearly not enough hours. You haven't won that 2K yet, and abandoned Coco to have a mental break on his lonesome. Listen! Coco is his own worst fucking enemy when it comes to that fucking course, okay? Listen, I had to fucking leave because my keyboard wouldn't allow me to jump anymore because I fucking broke my keyboard and spent £160 on a fucking new one today! So thank you. Thank you. I appreciate it. Listen, let's just have a nice fucking stream now, boys, okay? Let's have a nice fucking stream. What's this bait low cam all about? This is Switzerland. Ich weiß nicht warum, aber bei Leuten mit so einem Bart habe ich eigentlich eher immer das Gefühl, dass die total tief und entspannt sind und gar nicht schreien können. Don't be Japan, don't be Japan, don't be Japan. Fuck. Right. Again, lack of bottles. Exposing my skill level. Also, ich war immer beschissen in Erdkunde. Geografie ist nicht mein Ding. Aber holy fuck. Und wieso habe ich jetzt das Klischee, das kann nur ein Amerikaner... Also, ich habe direkt das Klischee im Kopf, das kann ja nur ein Amerikaner sein, oder? It's happened once before. Look, when did Japan look like Switzerland? You tell me. What the fuck is this? Ich hab's falsch verstanden. 420? Blaze it. Wait, Japan again, clearly. Don't be Switzerland, don't be Switzerland, don't be Switzerland. Ich hab irgendwie schon fast das Gefühl, das war Absicht, um ein bisschen Content zu machen. Holy fuck.